So, hallo und herzlich willkommen hier zu German Gaming TV. Heute mit meinem ersten Mod-Tutorial. Und zwar für den Singleplayer Commons Mod für Minecraft 1.3.2. Ja, ich zeige euch heute, wie ihr den installiert und so und so, ja. Also als erstes gehen wir hier auf minecraftdl.com. Link werde ich in die Beschreibung stellen. Dann nehmen wir hier keinen von diesen Download-Links, weil wir uns da irgendeinen Müll downloaden. Sondern wir gehen auf hier Download Singleplayer Commons Mod for Minecraft 1.3.2 Now. So, das machen wir einfach mal kurz. Kommen wir auf Adfly. Eigentlich ja Adfly, aber irgendwie lässt sich Adfly einfach besser aussprechen. Deswegen machen wir das so. So. Wir warten kurz, bis das fertig geladen hat. Dann minimiere ich mir das hier schnell. So, ja, eine Sekunde, ich mache das jetzt so, wenn das mal klappen würde, ja, ich hoffe mal, ja, okay, so, das nehmen wir uns jetzt einfach mal hier hin, können wir das auch schon wieder, brauchen wir jetzt gar nicht mehr, klicken hier drauf, und dann ist das hier ein Auto-Installer. Hier müsst ihr gucken, dass es da auf eurem User ist, App-Data, Roaming und .Minecraft, weil ihr wollt den Mod ja in die .Minecraft installieren, ihr könntet das jetzt hier alles mögliche andere. Das wollen wir aber alles gar nicht. Wir wollen das ganze Ding in die .Minecraft haben. Hier Backup Minecraft.jar müsst ihr angeklickt haben, damit der den Mod da reinzieht und dann einfach mal Install Version 4.1. Jetzt steht hier auch direkt schon Minecraft.jar was successfully backed up. Jetzt dauert das kurz. Und dann ist auch der Mod erfolgreich installiert. Sehr praktisch mit diesen Auto-Installern. Das geht irgendwie schneller. So, jetzt hier, Installation was successful. Jetzt können wir hier von hier aus auch direkt schon Minecraft starten. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das Internet brauchen wir an sich auch nicht mehr. Das können wir eigentlich auch schon schließen. So, das maximieren wir uns mal kurz. Einzelspieler, gehen wir einfach mal in irgendeine Welt rein, wo wir gerade noch im Survival sind. So, so, ja. So, jetzt steht hier Singleplayer Commons 4.1, bla bla bla. Das heißt also, wir haben ihn drin. Jetzt können wir hier einfach mal sagen Game Mode 0 und schon sind wir im Survival Mode wieder. Oder wir können sagen, natürlich auch genauso gut, ups, Game Mode 1. Oder wir können sagen GIF. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier so geht, wenn wir einfach mal 6464 sagen. Genau, dann kommt das hier. Jetzt haben wir hier 64 Holztüren, die wir jetzt hier auch so wunderbar pflanzen können, auch wenn es nur halbe Holztüren sind. Aber wir können uns jetzt alles cheaten und in den Game Mode und so. Das heißt also, ihr habt Singleplayer Commons jetzt erfolgreich installiert. Ja, das war's auch schon wieder von mir. Viel Spaß mit dem Mod und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.